Hallo, in diesem Video möchte ich an einem kleinen Beispiel zeigen, wie die Zweipoltheorie funktioniert und als Beispiel dafür nutze ich ein ähnliches Schaltbild oder das gleiche Schaltbild wie schon in den Videos zur Zweitstromanalyse und zur Massenstromanalyse. Das heißt, wir haben wieder eine Spannungsquelle auf der linken Seite, dann drei Widerstände, die in so einem T angeordnet sind. Eine zweite Spannungsquelle, die das Ganze ein bisschen interessant macht. Ansonsten könnte man ja diese Schaltung auch allein unter Nutzung der Strom- und Spannungsteilerregel zum Beispiel berechnen. Und ein bisschen die Idee dieser Zweipoltheorie ist auch, die Schaltung so umzuwandeln, dass man das am Ende wieder mithilfe der Strom- und Spannungsteilerregel oder zum Beispiel einfach mit den Formeln vom Grundstromkreis berechnen kann. So, die Quellen hießen UQ1 und UQ2 und diese Widerstände hießen R1, R2 und R3. Und es soll jetzt mal der Strom gesucht sein, der hier durch diesen Widerstand R1 durchfließt, der Strom I1 oder eben diese Spannung U1. Und ich schreibe mal hier drunter noch die Werte der Bauelemente hin. Die Quelle UQ1 hatte den Wert 7 Volt, die Quelle UQ2 hatte 6 Volt, das hier waren 7 Volt und die drei Widerstände hatten die Werte R1 waren 1 Ohm, R2 waren 2 Ohm und R3 waren 3 Ohm. So, und wenn man diese Schaltung jetzt mit der Zweistromanalyse oder Massenstromanalyse oder auch Knotenspannungsanalyse lösen würde, würde das ja immer auf ein Gleichungssystem hinausführen und man müsste dieses Gleichungssystem lösen. Die Idee von der Zweipoltheorie ist jetzt, ohne ein solches Gleichungssystem auszukommen und die Schaltung auf andere Art und Weise geeignet umzuformen und zusammenzufassen. Und die grundlegende Idee ist, dass man das, was wir hier haben, eine reale Spannungsquelle, also eine Spannungsquelle mit einem Reihenwiderstand und auch hier haben wir eine Spannungsquelle mit einem Reihenwiderstand, umwandeln kann in eine Stromquelle mit einem Parallelwiderstand. Und das machen wir mal auf der linken Seite der Schaltung. In der Mitte bleibt der Widerstand R1 der gleiche und das gleiche mache ich auch mal auf der rechten Seite der Schaltung. Also der Widerstand in der Mitte ist immer noch der Widerstand R1, durch den suchen wir immer noch diesen Strom und die Spannung, die über ihm abfällt. Und aus dieser realen Spannungsquelle mit Reihenwiderstand haben wir jetzt eine reale Stromquelle gemacht, also eine Stromquelle, die nenne ich mal UQ1. Wenn die hier nach unten zeigt, laut Erzeuger-C-File-System zeigt hier nach oben, das ist immer noch der gleiche Widerstand R3 wie hier und das gleiche haben wir hier drüben, also aus der Spannungsquelle UQ2 haben wir eine Stromquelle IQ2 gemacht. Spannungsfall zeigt nach unten, der Stromfall zeigt nach oben und das ist immer noch der gleiche Widerstand wie hier. Der Widerstand R2, bloß dass es jetzt ein Parallelwiderstand ist. Also, erster Trick, wir haben reale Spannungsquellen in reale Stromquellen umgewandelt. Das könnte man auch andersrum machen. Warum haben wir das gemacht? Naja, dieser Zweig und dieser Zweig, diese beiden Zweige sind ja parallel geschaltet und parallel geschaltete Stromquellen kann man super gut zusammenfassen. Auch diese parallel geschalteten Widerstände können wir super gut zusammenfassen. Und genauso könnte man eben auch in Reihe geschaltete Spannungsquellen und natürlich auch in Reihe geschaltete Widerstände zusammenfassen. Die Werte dieser Bauelemente, die müssen wir jetzt mal noch ausrechnen. IQ1 ergibt sich eben einfach aus dem Ohmschen Gesetz UQ1 durch R1 können wir einsetzen, 6 Volt durch 3 Ohm ergibt 2 Ampere. Und das gleiche kann ich mal hier noch für die zweite Quelle machen. IQ2 ergibt sich eben aus UQ2 halt, und hier, das muss natürlich nicht R1 sein, sondern R3 an der Stelle. UQ2 durch R2. 7 Volt durch 2 Ohm ergibt 3,5 Ampere. Und wie gesagt, diese beiden Stromquellen, die jetzt parallel geschaltet sind, können wir zusammenfassen zu einer Gesamtstromquelle, indem wir das einfach addieren, IQ1 und IQ2.
2 Ampere plus die 3,5 Ampere ergeben zusammen 5,5 Ampere. Und genauso kann man die parallel geschalteten Widerstände zusammenfassen und kann sagen, 2 Ohm, die 2 Ohm hier und die 3 Ohm, die wir dort haben, im Sinne einer Parallelschaltung 2 mal 3 durch 2 plus 3 sind 6 Fünftel Ohm oder eben 1,2 Ohm. Damit haben wir jetzt diese beiden Quellen zusammengeschaltet, diese beiden Widerstände zusammengeschaltet. Und den letzten Trick, den ich jetzt mache, um das wieder auf einen Grundstromkreis zurückzuführen, ist, ich schreibe mir das eben wieder so, ich male die Schaltung wieder so auf, wenn das ein Grundstromkreis wäre. Also aus der jetzt zusammengeschalteten realen Stromquelle mit dem zusammengeschalteten Parallelwiderstand mache ich wieder eine Spannungsquelle. Die Stromquellen zeigten ja nach oben, das heißt, die Spannungsquelle hier zeigt wieder nach unten, die nenne ich U gesamt. Aus dem reinen Widerstand wird wieder ein Parallelwiderstand und dort angeschlossen ist jetzt immer noch der Widerstand R1, über den wir immer noch den Spannungsabfall suchen und durch den wir immer noch den Strom suchen, der durch diesen Widerstand durchfließt. Und das hier ist immer noch der Widerstand R gesamt. Und diese Spannungsquelle hier, die müssen wir jetzt mal noch ausrechnen als Zahlenwert. Das geht einfach wieder mit dem Ohmschen Gesetz. U gesamt ist I gesamt mal R gesamt. Und dann kann man dort einfach diese Zahlenwerte einsetzen. I gesamt waren ja 5,5 Ampere. R gesamt waren, das macht sich jetzt vielleicht als Bruch einfacher, 6 Fünftel Ohm. 5,5 durch 5 sind 1,1. 1,1 mal 6 sind 6,6. Und Ampere mal Ohm macht Volt. So, also haben wir jetzt diese Spannung hier. Wir wissen auch diesen Widerstand, das sind die 1,2 Ohm. Und jetzt ist es natürlich relativ einfach, hier diese Spannung U1 auszurechnen oder eben diesen Strom I1 auszurechnen. Die Spannung U1, das schreibe ich gleich mal hier weiterhin, schreit natürlich danach jetzt dort die Spannungsteilerregel anzuwenden. Also den Teilwiderstand zu nehmen, über den die Spannung abfällt, durch den Gesamtwiderstand in dieser Schaltung zu teilen. Das ist R gesamt plus R1 mal die Gesamtspannung zu rechnen, mit der Gesamtspannung zu multiplizieren. Und ich setze mal die Werte ein. R1 waren 1 Ohm, dann steht hier unten 6 Fünftel Ohm plus 1 Ohm mal diese 6,6 Volt. So, und das kann man jetzt sich ein bisschen überlegen. Hier unten 1 kann ich ja auch schreiben als 5 Fünftel. Und 6 Fünftel und 5 Fünftel zusammen sind 11 Fünftel. Und 1 durch 11 Fünftel, die Ohm kürzen sich natürlich überall weg. 1 durch 11 Fünftel kann ich auch schreiben als 5 Elftel. 5 Elftel mal 6,6 Volt. 6,6 durch 11 macht 0,6. Und 0,6 mal 5, 6 mal 5 sind 30, 0,6 mal 5 sind 3 Volt. Da kommen 3 Volt raus. 3 Volt für diese Spannung, wenn man sich das Video anschaut zur Zweigstromanalyse und zur Maschenstromanalyse mit der Schaltung, sieht man auch, da sind wir auf 3 Volt gekommen. Und genauso könnte man jetzt natürlich auch nochmal den Strom I1 ausrechnen. In diesem Grundstromkreis, in dieser Masche ist das ja ganz einfach. Wir nehmen die Gesamtspannung und teilen die Gesamtspannung durch den Gesamtwiderstand R1 plus R gesamt. Und dann kann ich das an der Stelle auch einsetzen. 6,6 Volt für die Spannung geteilt durch Widerstand haben wir ja gerade schon mal ausgerechnet. 1 Ohm und 5 Sechstel Ohm waren 11 Fünftel Ohm. Und ja, die
Zahlenrechnung ist im Prinzip die gleiche wie hier oben. In dem Doppelbruch, die 5 wandert nach oben und auch das ergibt eben 3. Aber Volt durch Ohm ergibt als 100 Ampere. Also durch diesen Widerstand der 1 fließen 3 Ampere durch. Da fallen auch 3 Volt drüber ab. Wenn man jetzt nochmal eine kleine Probe macht und die 3 Volt durch die 3 Ampere teilt, dann kommt da natürlich 1 Ohm raus und das ist ja auch genau der Zahlenwert von diesem Widerstand. Das heißt, das passt sehr schön und zeigt, wie man halt einen Strom, eine Spannung in einer solchen Schaltung mithilfe der Zweipoltheorie ausrechnen kann, indem man reale Strom- und Spannungsquellen jeweils ineinander umwandelt, indem man in Reihe geschaltete Spannungsquellen zusammenschaltet und einfach addiert, indem man oder zusammenfasst, indem man parallel geschaltete Stromquellen zusammenfasst und addiert, Vorzeichen behaftet und dann die Schaltung entsprechend so weit zusammenfasst, bis man bei irgendwie sowas wie einem Grundstromkreis rauskommt, den man dann sehr einfach mit Strom- und Spannungsteilerregel oder einfach den Formeln vom Grundstromkreis berechnen kann. Und das funktioniert insbesondere dann gut, wenn man eben nur an einer Spannung, einem Strom in einer solchen Schaltung interessiert ist.